Nada nuevo. Ach du Scheiße. Alles klar? Das Ding hat uns mal kurz. Scheiße, was geht ab? Okay, jetzt bin ich gespannt, wie es abgeht. Weiter geht. Los geht. Na komm. Ich hab nicht Zeit. Ist der Junge schon tot, oder? War falsch? Bisschen falsch, wie komme ich denn jetzt darüber? Wir sind falsch. Nein. Okay, nochmal. Fuck, wir sind falsch gelaufen. Vor allem, wie willst du danach in das Wurmloch reinkommen? Reinspringen? Let's go!
Echt jetzt? Wir haben es tatsächlich rausgeschafft. Und der Arm ist mitgegangen von dem Vieh. Aber okay, alles klar. Cool, dass der Blechbehälter noch da war und hat uns noch gerettet. Ja, krass. Und jetzt? Looks like we're all here. But are we really? Oh, I knew it. We are home, aren't we? Message. Hello again, everyone. Do me a favor and don't move for a moment. Welcome to the next circle. Hate to break it to you, but your journey's not over yet. I'm sure you have plenty of new questions, but first, let's get you somewhere safe. Exactly where I wanted you to. I imagine you don't like me very much right now, and I couldn't blame you. But there's something I still need you to do, and that is to destroy the Lord of Dust. Everything I have planned, prepared, and executed has been for this one purpose: sending the captain to Detay, having you find others and become stronger, and now sending you there. Because that is where you will find the weapon that can destroy it. The forward operating base you're in right now was built by the Charon Corps. Consider it your new base of operations. There's a survivor from the Corps somewhere in the area. Start by making contact with him. He holds the key to destroying the Lord of Dust. Oh, and please, don't blame Virgil for what happened. The
The events that led you to being there, this recording, neither she nor he had any knowledge of these. I know they'll continue to do whatever it takes to help you complete your mission. Emotions are probably still running high, but one day you'll understand. Understand how the fate of mankind rests on this mission. And you are the leader of this mission. I'm counting on you, Captain. That is the end of Good Luck's message. That son of a bitch. He's still screwing with us. The man is dead. Get angry all you want, but what good will it do now? What was that he meant by the fate of mankind resting on this mission? One thing does come to mind. It has to do with why Mr. Gruen wanted you to increase the output of the digger. I suspect it was because he was trying to bring the Lord of Dust into our world. What? That level of output truly was unnecessary for us to return home. He likely wanted to increase its size in order for the Lord of Dust to be able to go through it. But why would he want that? Gruen wanted to secure a large energy source, it would seem. After all, the Lord of Dust contains a massive amount of energy, far greater than any Wanderer. But if something like that ended up in our world? It would pose an extremely high threat to the planet. This is only a guess, but I think Good Luck wanted to destroy the Lord of Dust to prevent Gruen from getting his hands on it. In that case, you really could say the fate of mankind rests on this mission. This has got nothing to do with me. Reeve! As far as saving the world and Good Luck's mission goes. But it looks like we're gonna have to take out that thing in order to get home. We might not be so lucky next time it attacks. Well, all right then, it's settled. Let's go find this Charon survivor Good Luck was talking about. I will continue to provide mission support. Assuming you all trust me. Sorry for doubting you before. We have faith in you, Virgil. Let's make it home together. To facilitate exploration of this region, begin by activating the wormhole transporter. To do so, you'll first need to secure the data on the memory board in this area. We detect wanderers here that weren't present at our previous location. Take great care when searching for the memory board. So. Und nun sind wir wieder. Jetzt will ich aber mal die Karte angucken. Oh yeah. Was haben wir denn hier so? Speicherbank. Jetzt können wir natürlich wieder von vorne anfangen mit allem. Ah, das ist da unten irgendwo. Und da hinten sind auch Viecher. Das heißt, wir können jetzt... Sag mal, ist das die... Das ist doch da, wo Snake gegen den Feuertypen das erste Mal gekämpft hat, oder? Naja, das Gute ist, dass wir das Ding hier vor uns raus haben. Kann man da irgendwas machen? Ne. So, was haben wir hier?
Ja, hi. I hope someone's thought to take care. Wo sind eigentlich die anderen? So, was hauen wir denn voll? Stärke, würde ich mal sagen. Hauen wir mal voll, oder? Oder den Hammer. Dann sind wir mal mit der ein bisschen schneller. So. We'll get out of here someday. We have to, right? Was müssen wir machen? War doch noch irgendwas, oder? Nein, jetzt habe ich die. Toll. Ich wollte eigentlich da mal hin. Speichern das verlassen wollte ich jetzt noch nicht. Ich wollte eigentlich mal gucken, dass wir unsere Base irgendwie so ein bisschen aufbauen. Wir haben hier ja gar nichts, echt. Naja, das würde ich auf jeden Fall gucken, dass wir beim nächsten Mal dann weitermachen. Und vor allem haben wir da unten die Viecher und wo sind die anderen Überlebenden? Die müssen wir auf jeden Fall noch fertig machen, dann beim nächsten Mal. Nur gut, würde ich mich mal verabschieden. Alter, ich bin gerade so ein bisschen, ja, ich bin auch so ein bisschen geschockt. Beim nächsten Mal erkunden wir dann so ein bisschen hier die Gegend mal ab, was hier noch so ist. Dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Und danke fürs Zuschauen.